Leute, ich möchte euch heute wieder mal ein Buch vorstellen. Und zwar geht es heute um Beautiful Oblivion von Jamie McGuire, erschienen im Piper Verlag. Ich glaube, Piper Verlag ist ein Taschenbuch, kostet 9,99 € in Deutschland und 10,30 € in Österreich und hat, ich habe ganz vergessen zu gucken, 412 Seiten. Das hier ist ein Beautiful Buch quasi. Also es gibt ja schon die drei Bücher von Jamie McGuire: Beautiful Disaster, Walking Disaster und Beautiful Wedding. Die gehören ja alle zusammen, ist quasi eine und dieselbe Geschichte. Es geht um Abby und um Travis. Das ist zum einen ihre Geschichte, dann ist das ihre Geschichte aus Travis' Sicht, hier aus Abbys Sicht. Und da geht es so ein bisschen weiter. Es geht um ihre, ja, wie gesagt, Hochzeit. Und das ist jetzt quasi ein Spin-off, und zwar geht es hier um Travis' Bruder Trenton. Aber man kriegt noch so ein paar kleine Häppchen von dieser Geschichte serviert, wie es halt drumherum, was darum herum passiert und wie sie Travis halt irgendwie Ratschläge erteilen, die Protagonisten hier drin. Von daher, alle, die irgendwie Fan von der Trilogie sind, also von der Geschichte, können damit sicher auch noch was anfangen. Ansonsten sage ich jetzt erstmal, worum es geht. Es geht, wie gesagt, um Trenton, den Bruder von Travis, um einen Maddox-Bruder sozusagen. Aber vor allem die Protagonistin ist Cammy. Und Cammy ist so ein braves Mädchen quasi, die in einer Bar arbeitet abends und tagsüber studiert. Und mit einem, also ihrem Freund zusammen ist, der aber leider ein bisschen weit weg wohnt, in Kalifornien aufgrund seines Jobs. Und das lastet so ein bisschen schwer auf ihr. Und eines Tages rennt ihr Trenton über den Weg. Also sie treffen sich halt zufällig, obwohl sie sich vorher schon kannten aus der Kindheit. Und beschließen dann Freunde zu werden und verbringen sehr viel Zeit miteinander. Und irgendwann entwickelt sich so ein bisschen mehr zwischen den beiden. Aber Cammy kann sich nicht drauf einlassen, weil sie immer noch ihren Freund in Kalifornien hat. Und dann irgendwie zwischen den Stühlen sitzt und nicht so recht weiß, was sie jetzt machen soll, für wen sie jetzt was empfindet und wen sie besser findet und wen nicht. Und das mag Trenton nicht so richtig gerne, denn er möchte ihr Herz erobern. Und wer schon Walking Disaster, Beautiful Disaster, Walking Disaster etc. gelesen hat, weiß, dass wenn ein Maddox-Junge, Mann, ein Maddox-Bruder sich verliebt, er bis zum Äußersten kämpft, um diese Liebe zu bekommen und aufrechtzuerhalten. Und so ist es auch bei Trenton. Und deswegen geht hier alles drunter und drüber. Wie es ausgeht, müsst ihr selber lesen. Ich habe Beautiful Disaster sehr gern gemocht. Ich habe dem 4 Sterne gegeben, weil es mich irgendwie emotional berühren konnte, aber irgendwie auch ein bisschen übertrieben war für meine Meinung. Meiner Meinung nach. Walking Disaster habe ich noch nicht gelesen, aber es ist halt dieselbe Geschichte aus der männlichen Sicht. Und Beautiful Wedding fand ich ganz okay, ist halt keine eigenständige Geschichte, sondern nur so eine Nebenbei-Sache. Wie ihr seht, ist auch sehr dünn. Und deswegen war ich gespannt auf diese Geschichte, weil ich mir erhofft habe, so was Ähnliches, Gefühlvolles, emotional Mitreißendes zu lesen. Aber irgendwie hat es das nicht geschafft. Ich weiß nicht, woran es lag, am Schreibstil sicher nicht, weil es sehr, also derselbe Schreibstil ist. Es lag, glaube ich, vor allem an den Charakteren, die habe ich der Autorin nicht so richtig abgekauft. Ich habe sie nicht so richtig realistisch gesehen. Ich fand sie irgendwie nicht so richtig logisch aufgebaut. Vor allem am Anfang werden sie halt irgendwie dargestellt, wie die sein sollen. Also Cammy als dieses kleine Mauerblümchen quasi, die nicht so ganz selbstbewusst ist oder so. Und Trenton als halt den Raufbold, den Frauenhelden, so wie Travis halt auch. Aber im Laufe der Geschichte hat sich herausgestellt, dass sie so überhaupt nicht sind. Und das ist nicht in einer guten Sache, in einer guten Entwicklung verlaufen, sondern es war einfach so krachbumm, sie wurden so dargestellt, aber dann hat man beim Lesen herausgefunden, sie sind überhaupt nicht so. Und dann hat man sich gefragt, wieso wurden sie dann so dargestellt? Also Trenton, ja, der prügelt sich mal, aber sehr selten und trinkt auch sehr viel Alkohol und macht auch mit ein paar Mädchen rum. Aber überhaupt nicht so wie Travis, sondern man merkt direkt am Anfang, er will Cammy haben, er will mit ihr zusammen sein, er ist total beherrscht und eigentlich auch ja, ernsthaft in dem, was er tut. Und er ist gar nicht so emotional wie Travis und rastet schnell aus, sondern er ist einfach sehr besonnen und weiß, was er will und arbeitet darauf hin. Und das wurde halt am Anfang überhaupt nicht so eingeführt, sondern ganz anders.
Und bei Cammy war das ähnlich. Sie ist überhaupt nicht das Mauerblümchen. Sie wurde auch am Anfang so dargestellt, also hat sie sich selber so beschrieben, als wäre sie jetzt irgendwie ja nicht so besonders hübsch und so ganz durchschnittlich. Und dann zwei Seiten später quasi läuft sie auf ihrer Arbeit halb nackt rum, zeigt ihre Brüste und wird von allen möglichen Männern angemacht und angelt sich dann einen Job in einem Tattoo-Shop als hübsche Bardame, als also hübsche Empfangsdame, halt so ein Zuckerschlecken, damit die Leute reinkommen, damit da was Hübsches rumsteht quasi so. Und irgendwie passt das alles nicht so richtig zusammen. Sie ist auch nicht wirklich das Mauerblümchen, sie ist ziemlich selbstbewusst. Sie ist ziemlich selbstbewusst, weiß, was sie irgendwie will und was sie nicht will und setzt das auch durch, auch wenn sie manchmal so ein bisschen durcheinander ist. Und man versteht aber manchmal echt nicht, was sie will und wieso sie das gerade will, weil sie das nicht so richtig beschreibt. Und ich konnte einfach mit diesen Charakteren nicht so richtig anfangen. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Am Anfang waren sie halt irgendwie total vernünftig und dann haben sie angefangen zu rauchen und zu trinken wie die Schlote. Und dann war plötzlich aus diesem Mauerblümchen Cammy auf einmal ein draufgängerisches Mädel geworden, die halt sich aus Lust und Laune piercen lässt oder den ganzen Körper voll tätowieren lässt. Und ich dachte so, das passt irgendwie nicht zu dieser Cammy, wie sie vorher beschrieben wurde. Und deswegen, das hat mich total rausgebracht. Ich habe diese Geschichte irgendwie der Autorin nicht abgekauft. Ich habe es nicht so logisch. Ich fand es nicht als logisch oder als realistisch. Ich so einfach, ja, ich lese gerade eine Geschichte und sie ist ganz okay. Aber sie ist nicht so, dass sie mich mitreißen würde. Ich kann da nicht so richtig rein und am Ende dachte ich mir so, oh ja, war klar, dass das jetzt noch so kommt und man musste noch quasi eins draufsetzen und noch was Tragisches und noch so eine Wende. Und das Ende, also die Wende, dieses große Geheimnis, das entlüftet wird, fand ich ganz gut, fand ich auch sehr einfallsreich. Darauf wäre ich jetzt, glaube ich, nicht so richtig gekommen. Aber ansonsten, ich fand es okay, es war eine gute, süße Liebesgeschichte, aber es hat mich nicht so vom Hocker gerissen. Es hat mich emotional nicht so richtig mitgenommen und das ist so ein bisschen schade, weil genau das erwarte ich von Liebesgeschichten und nicht so, dass ich denke, ja, nette Geschichte, aber wann ist das jetzt zu Ende? Schade. Es wird auch noch weitere Bände geben, habe ich auf Goodreads gesehen, sind auch schon erschienen teilweise von den weiteren Maddox-Brüdern und da bin ich mal gespannt. Ich werde, glaube ich, den weiteren, also den zweiten auf jeden Fall auch noch lesen. Mal gucken, wie mir der so gefällt. Vielleicht kann der das besser hinkriegen. Ich habe hier einfach irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Autorin durch den Erfolg von den Büchern einfach so beflügelt war, dass sie einfach dachte, oh ja, ich muss da noch was zu schreiben und dann klatsch, irgendwie schnell hingeschrieben und fertig. Und ich glaube, das merkt man dem Buch auch an. Ich merke jetzt zumindest dem Buch an, dass es nicht ganz durchdacht wurde, dass es so ein bisschen Zeit gefehlt hätte, noch ein bisschen dran zu feilen. Dann wäre es sicher viel besser geworden. Ich habe dem jetzt letztendlich 3 Sterne gegeben. Wie gesagt, es war okay. Ich habe es auch nicht ungern gelesen, aber es hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Leider, schade. Trotzdem bedanke ich mich beim Piper Verlag, dass er mir dieses Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. Es ist ja auch sehr hübsch und wird sich im Regal gut machen. Und ansonsten sage ich, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.